Hallo. Hier sind wir wieder zum Indie-Spiel Limbo. Ich fange mal an von vorne, weil ich jetzt schon mal anfangsweise gespielt, um zu probieren, wie das funktioniert. Und ja, dann fangen wir mal an. Also in dieses Spiel geht es ein kleiner Junge, seine Schwester sucht, beziehungsweise seine Eltern sucht, und er plötzlich auf irgendeine Art und Weise im Wald aufwacht und ja, halt wie einfach sucht, ja. Dabei muss der Junge andere Gefahren ausweichen. Was nochmal? Das war auch will. Ich muss leider etwas lauter reden, da ich bei einem anderen Let's Play nicht so richtig verstanden werde. Da mein Headset irgendwie komische Sachen macht mit mir. Aber macht ja nichts. Ich bin nicht der große Redner, deswegen spiele ich einfach nur und gebe Kommentare ab, wenn es nötig sein sollte. Das Ding ziehen. Das Boot ziehen. Nein. Nein. Ups. Nein. Ah, das kann passieren, wenn man nicht aufpasst. Das soll ein Indie-Horror-Spiel sein, aber ich finde das als Horror-Spiel nicht. Das ist zwar interessant, aber das ist genau ein Horror-Spiel. Ich finde das eher als Indie-Strategie-Spiel. Aber für die Verhältnisse ist das okay, ganz gut. Was ich bis jetzt gespielt habe. Ah.
Ja, scheiße. Und abgesoffen. Ich weiß nicht, wie es funktionierte wieder. Oh, bist du unvergessen. Doch. Da fehlt irgendwas. Nichts mehr sein. Vielleicht so. Wenn man dann eine Liane vorbei, also fangen kann. Ja, hin. Dafür müssen wir erstmal kommen, das zu tun. Ja, da oben ist so eine Bärenfalle. Das sind die Spinne. Hoppala. Etwa mehr? Will nicht, dass wir das Ding nach runter. Ach Mann, ich wollte springen. Nicht reinlaufen. Nochmal. Mal. Ja, oh, das ist aggressiv jetzt.
Jetzt aggressiv. Komm. Bye bye, Spinnchen. Auf Wiedersehen.